Melusine von Marie von Ebner-Eschenbach. Jammervoll nüchtern erscheint mir die Kinderstube, aus der die Märchenerzählerin grundsätzlich verbannt ist. Wir haben das Glück genossen, uns nach Herzenslust in einer Wunderwelt ergehen zu dürfen, sowohl als kleine wie später als größere Kinder. Es war uns ein stolzes Vergnügen, eine Menge zu hören und zu sehen, was andere nicht hörten und nicht sahen. Im Gurgeln des Brunnens am Ende des Gemüsegartens die Stimme des Wassermanns. Im Glanze, der im Hochsommer über die Ähren fliegt, huschende Lichtgeister. Und Elfchen im Laube, wenn es leise zu rascheln beginnt. Diese Elfchen, wusste Anisha, unsere Amme aus Mähren, sind zum Mittag nicht größer als Libellen. Aber sie wachsen sehr, sehr geschwind. Und um Mitternacht sind ihre Flügel wie Adlerflügel. Und das Laub stöhnt, wenn sie mit Windeseile hindurchfegen. Ja, gewiss, ja, es stöhnt. Wir alle behaupteten es. Jedes von uns wollte einmal um Mitternacht wach gewesen sein und das Stöhnen vernommen haben. Nur unsere Sophie, die nicht. Die wusste noch nichts von Wassermännern, Irrwischen und Elfen. Sie schlief schon lang, diese Kleine, zur Stunde des Märchenerzählens. Und Anisha saß neben ihrem Bettchen und wir saßen auf Schemeln zu ihren Füßen. Ganz anders arg und grausig als das Stöhnen des Laubes beim Wehen leiser Lüfte waren die schrillen Schmerzenslaute, die sich erhoben, wenn ein heftiger Sturm die Ecke unseres Hauses umrauschte. Es brach aus ihm wie Schluchzen, flüsterte wie hastiges Flehen, glitt über die Fensterscheibe mit tastenden Fingern. »Hört ihr?« fragte dann eines von uns die anderen. »Das ist Melusine, die ihre Kinder sucht, nach ihnen ruft, um ihre Kinder jammert und weint. Melusine. Grad ist sie vorbeigeflogen. Meine Schwester hat ihren weißen Schleier erblickt und sagt ganz leise, lösche das Licht, Anisha, dass sie uns nicht sieht. Sie glaubt vielleicht, wir sind ihre Kinder und holt uns.«